Zum ersten Mal in seiner Karriere klassierte sich Marco Casanova auf dem Podest. Im zweiten Durchgang beim Weltcup-Finale stieß Casanova dank der zweitbesten Zeit noch auf den dritten Platz vor. Vierter wurde Didier Blaschi, direkt hinter einem jubelnden Casanova. Schneller als Casanova fuhr im zweiten Lauf nur noch der Österreicher Thomas Stangassinger, der das Rennen gewann. Sein Sieg im Slalom-Weltcup stand schon vorher fest. Für den Gesamtweltcup-Sieg kommen vor dem letzten Rennen von morgen nur noch die beiden Norweger Lasse Schüss und Kjetil André Aamodt in Frage. Aamodt liegt nach einem zweiten Platz heute nur noch 32 Punkte hinter Schüss.